Red Bull konnte bisher 2 Fahrertitel und 1 Konstrukteurstitel gewinnen. In der ersten Saison wurde man 4., in der zweiten Saison konnte man sich einen Fahrertitel holen, aber nur Platz 2 als Team, und in der dritten Saison wurde man 5. In der 4. Saison rutschte man auf Platz 8 ab, bevor man in der 5. Saison auf Platz 4 nach vorne kam, in der 6. auf Platz 6 und in der letzten Saison konnte man beide Titel holen. Red Bull hat noch keine Fahrer für die kommende Saison, weshalb es sehr schwierig wird, den Titel zu verteidigen. Man hofft natürlich, dass man schnell Fahrer finden kann, um halt noch irgendwie im Kampf um Punkte und um Siege irgendwie noch mitzusprechen hat. Das Ziel ist genau noch unbekannt, weil man halt nicht genau weiß, wie lange man braucht, um neue Fahrer zu finden. Renault konnte bisher keinen Titel gewinnen. In der ersten Saison wurde man 7., in der zweiten 8. und in der dritten wieder 7. Man war eher ein Mittelfeldteam. Dann konnte man auf Platz 6 das erste Mal steigen, bevor man wieder auf Platz 8 zurückfiel, und in den letzten beiden Saisons, also Platz 6 und 7, wurde man 2. Bebo 8 konnte letzte Saison 6. werden und kommt von Alpha Tauri. Er konnte leider kein Podest feiern, aber immerhin einmal Platz 4. UFLI Yannick wurde letzte Saison 1. in der 3. Liga. Er konnte sagenhafte 10 Mal ein Rennen gewinnen. Mal gucken, wie er sich in Liga 2 schlägt. Das Ziel ist es, so viele Podeste zu holen wie möglich und am Ende wieder unter die Top 3 zu landen. Wir sind gespannt, ob das klappt. Racing Point konnte bisher keinen einzigen Titel holen. In der ersten Saison konnte man Platz 3 holen, in Saison 2 und 3 jeweils Platz 4. Danach gab es einen Absturz auf Platz 9 und man kam langsam hoch auf Platz 7, in der 6. Saison leider wieder auf Platz 9 zurückzufallen, aber in der letzten Saison überzeugte man mit Platz 3. MPPL wurde letzte Saison 33. und freut sich natürlich jetzt endlich Stammfahrer zu sein. Sein bestes Ergebnis war ein 5. Platz in der letzten Saison. Tilman S. feiert sein Comeback. Er hatte eine Pause eingelegt, aber nun ist er als Stammfahrer wieder zurück und will zeigen, dass mit ihm zu rechnen ist. Das Ziel ist es erstmal, die Fahrer an das Auto zu gewöhnen. Man möchte so viel überraschen wie möglich und viele Punkte holen. McLaren konnte noch keinen einzigen Titel feiern und man war auch bisher nicht sehr gut. In der ersten Saison wurde man 8., in der zweiten 9. und in der dritten ebenfalls wieder 8. In der Saison 4 ging es dann auf Platz 7 hoch, bevor es in Saison 5 und 6 wieder weiter runter ging auf Platz 9 und 10. In der letzten Saison konnte man überraschend Platz 4 holen. Imperium ist ein Newcomer und er möchte natürlich sein Talent so schnell wie möglich zeigen, um viele Punkte zu holen und dem Team zu helfen. Germanwaro wurde letzte Saison 5. und kommt von Red Bull. Er stand leider kein einziges Mal auf dem Podium, aber er konnte 3-mal den 4. Platz holen. Das Ziel ist natürlich gerade für Imperium, viel von seinen Teamkollegen zu lernen und so schnell wie möglich um Punkte um vordere Podeste zu kämpfen, was das Ziel ist, und man möchte natürlich wieder Top 4 erreichen. Williams konnte bisher noch keinen einzigen Titel holen. In der ersten Saison scheiterte man knapp mit Platz 2. Danach ging man auf Platz 6 zurück und konnte in der dritten Saison leider auf Platz 9 zurückfallen. In Saison 4 war man dann Letzter, bevor man ab Saison 5 einen stetigen Aufstieg hatte mit Platz 6, Platz 4 und in der letzten Saison ging es etwas zurück auf Platz 5. Malevis ist ein Newcomer und er möchte natürlich auch sein Talent zeigen und dem Team helfen, eine gute Position zu erreichen. Das Problem ist natürlich, Williams hat bisher nur noch einen Fahrer und man sucht natürlich noch einen Fahrer, der mit auf Punktejagd gehen kann. Dann ist es natürlich schwer, den Platz zu halten. Das Ziel ist es, von dem Team erstmal einen Fahrer zu finden und den Fahrer, den man hat, Eingewöhnungszeit zu geben, damit er gute Ergebnisse holen kann.
Alpha Tauri konnte bisher 3 Titel als Fahrer und 2 als Team holen. In der ersten und dritten Saison konnte man beides gewinnen, in Saison 2 ist man auf Platz 3 zurückgefallen. Dieser Trend ging natürlich weiter. In Saison 4 wurde man wieder Dritter, bevor man in der fünften Saison wieder den nächsten Fahrertitel holen kann, aber diesmal nur als Zweiter als Team. Danach ging es auf Platz 8 zurück und in der letzten Saison konnte man sich auf Platz 6 steigern. Haubi 2004 wurde letzte Saison 29. und freut sich, einen Stammplatz zu bekommen. Letzte Saison konnte einmal einen 4. Platz holen. Buscemi wurde letzte Saison 15. und freut sich ebenfalls, nun Stammfahrer bei AlphaTauri zu sein. Er konnte 3-mal einen 4. Platz holen. Das Ziel ist es, die beiden Fahrer sich ans Team gewöhnen zu lassen, um dann so viele Punkte wie möglich zu holen und am Ende, wenn es geht, wieder in die Top 5 zu gelangen. Ferrari konnte bisher 1 Fahrertitel und 2 Konstrukteurstitel holen. In der ersten Saison reichte es für Platz 6, in der zweiten konnte man sich den ersten Konstrukteurstitel holen, in Saison 3 wurde man Dritter. Saison 4 holte man sogar beide Titel, bevor man in der Saison 5 auf Platz 5 zurückfiel und die letzten beiden Saisons wurde man jeweils nur Siebter. BC 2K10 ist ein Newcomer und möchte natürlich direkt zeigen, was ein Talent in ihm steckt und um viele Punkte und vielleicht sogar Podeste zu kämpfen. Tiger 309 ist WM 13. der letzten Saison. Er freut sich natürlich, ein Stammfahrer jetzt zu sein. Letzte Saison konnte er 2-mal einen 2. Platz holen. Das Ziel ist es natürlich, so viele Punkte wie möglich zu holen und im Kampf um die Top 5 dabei zu sein. Aber erstmal will man den Fahrern Eingewöhnungszeit geben. Haas konnte bisher 1 Fahrertitel und 2 Konstrukteurstitel feiern. Man hatte relativ schlecht in der ersten Saison, man wurde nur 9. In der zweiten Saison wurde man 7. und in Saison 3 scheiterte man knapp und man wurde 2. In Saison 4 ging es dann auf Platz 5 zurück, bevor man in der Saison 5 und 6 dominierte und 2 Konstrukteurstitel und 1 Fahrertitel holte. Letzte Saison wurde man nur 8. Asiano wurde letzte Saison 34. und bleibt im Team. Er konnte nur 2-mal einen 8. Platz letzte Saison holen. Didi Paul wurde letzte Saison 30. in der Fahrertabelle. Er kommt von Renault und konnte auch nur 1-mal einen 8. Platz holen. Das Ziel ist es, so viele Punkte wie möglich zu holen. Man hat aber auch in den Testfahrten gemerkt, dass das Fahrverhalten verbessert werden muss. Wenn das klappt, hofft man auf Platz 7. Mercedes konnte in Liga 2 noch keinen einzigen Titel holen. In den ersten beiden Saisons wurde man jeweils Letzter, bevor man endlich in der dritten Saison auf Platz 6 nach vorne kam. In Saison 4 konnte man dann unter die Top 4 kommen, sogar in der fünften Saison unter die Top 3. In Saison 6 fiel man auf Platz 5 zurück und in der letzten Saison war man nur 9. Hyper Hyper wurde letzte Saison 12. und bleibt im Team. Letzte Saison konnte er 1-mal einen 4. Platz holen. FM 1996 wurde letzte Saison 16. in der Fahrertabelle und bleibt ebenfalls im Team. Er konnte 2-mal einen 4. Platz als bestes Ergebnis holen. Das Ziel ist es, das Fahrzeug immer wieder zu verbessern, gerade das Fahrverhalten, was man in Testfahrten gemerkt hat, und am Ende unter die Top 5 zu kommen, was ein gutes Ziel wäre. Alfa Romeo Racing konnte bisher noch keinen Titel holen. Man scheiterte mit 2-mal einem 5. Platz in die Liga 2. In der Saison 3 wurde man Letzter. Danach hat man eine überraschende Saison gehabt mit Platz 2, bevor man wieder auf Platz 10 zurückfiel. In Saison 6 war man wieder eine Überraschung mit Platz 3 und letzte Saison wurde man wieder Letzter. Jens Safte wurde letzte Saison 10. in der Fahrerwertung und kommt von Ferrari. Er konnte 2-mal einen 5. Platz als bestes Ergebnis holen. Mampe 2 feiert sein Comeback und hat die Pause gut genossen. Aber nun kommt wieder harte Arbeit auf ihn zu und das will er natürlich als Stammfahrer beweisen. Das Ziel ist es, das Fahrzeug zu verbessern und konkurrenzfähig zu sein. Viele Punkte sollen geholt werden und am Ende unter die Top 5 zu kommen.